Ich bin sehr froh. Was haben Sie erwartet? Sie gehen mir auf die Nerven. Beide. Sie und Ihr alter Kahn. Ich will es doch nicht sagen. Wahrscheinlich sage ich jetzt genau das Falsche. Sie sind jetzt erwachsen. Kein Kind mehr und können nicht für immer spielen. Und diesmal kann ich nicht helfen. Gehen Sie. Gehen Sie bitte. Suchen Sie es nicht weiter. Alle haben die Nase voll. Niemand will Sie hier sehen. Er hat darum gebettelt. Es war zu viel. Gut, wie kann ich jetzt verhindern, dass ich den disse oder beleidige, wie auch immer. Ich hab doch nur das vorgelesen da. Ach, egal. Lesen Sie. Und was, wenn ich nicht will? Ich lass es mal. Nein, danke. Ich kann nicht lesen, tut mir leid. Was schaust du mich so an? Bist du schwul? I'm standing still. Also wissen Sie, ich bin sehr froh. Was haben Sie erwartet? Muss ich da irgendeinen Knopf aktivieren? Das ist da. Und diesmal kann ich nicht helfen. Nein! Gehen Sie bitte. Versuchen Sie es nicht weiter. Ich will ein Buch lesen. Wie viele Bücher sind denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bücher! Nee! Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher. Jetzt lese ich schon die Bücher. Wie langweilig ist mir hier? Also gut, ich darf es ihm anscheinend nicht zurückgeben. Lesen Sie. So, und jetzt? Also wissen Sie, ich bin sehr froh. Was haben Sie erwartet? Ah. Ich habe es in meiner Freizeit gemacht, als ob ich es geahnt hätte. Hier, jetzt ist es von Nutzen. Wir senden es ans Hauptquartier. Sie sollen es zerlegen. Habe ich jetzt gewonnen? Ja, geht doch. So, und ohne das wäre die ganze Scheiße jetzt nicht passiert, vermute ich. Oh, mir wird schwindelig. Hundis! Schneller! Habe ich eine Peitsche oder sowas? Dann könnte ich die jetzt schneller rufen lassen. Schneller! Schneller! Springt! Springt! Landet! Landet! Rastet! Rastet! Greifen Sie zu! Greifen Sie meine Hand! Halten Sie sich fest! Natürlich! Danke, alter Sack! Boah. Ich bin der Kapitän des Atomeisbrechers Northwind. Sie haben Glück. Das Eis ist hier so dünn, dass man leicht einbrechen kann. Gut, verlieren wir keine Zeit. Auf zum Schiff. Uns erwarten harte Zeiten. Wir sollten Ihre Hunde zurückschicken. Denn im Gegensatz zu uns Menschen finden Sie immer den Weg dahin, wo Sie hingehören.
Was lernen wir daraus? Bestimmte Sachen können das Leben von Menschen verändern. Hätte der Typ jetzt nicht zum Beispiel den Captain abgelehnt, wäre die ganze Scheiße nicht passiert. So ist es auch in Real Life mit der Titanic gewesen. Hätte man die Titanic vorher besser kontrolliert oder darauf aufgepasst, was der Captain getan hat damals, wäre die Titanic nie untergegangen und hätte sehr viele Menschen gerettet. Ja, das war das Let's Play Cryostasis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, so wie ich beim Spielen hatte. Und ja, jetzt werde ich Minecraft machen. Bis Part 50, dann werde ich es pausieren und mal schauen, dann werde ich vielleicht Modern Warfare 3 starten. Also dann wünsche ich euch noch einen guten Tag, was auch immer. Und sage bis zum nächsten Let's Play von mir. Tschüss. Und ich hoffe, diese Musik ist nicht Copyright geschützt. Wenn doch, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Also, ciao. Ich sehe hier lauter russische Namen hier in dem Credits irgendwie. Wahrscheinlich wurde das Spiel nur von Russen gemacht, oder ist das Spiel aus Russland? Ja, ist ja cool, also ein russisches Spiel. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo noch die Verpackung irgendwo. Ich kann sie mal schnell suchen. Moment. Wir haben jetzt eh nichts zu tun, deswegen werde ich hier ein bisschen was offscreen, inscreen machen. Okay, mal schauen. Veröffentlicht, vertrieben durch bla 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 bla. Steht da nicht irgendwo Made in Russia oder sowas? Also ich sehe hier nichts. Naja, gut, das Spiel kann auf einen integrierten Grafikadapter und Laptop eventuell nicht ausgeführt werden. Aha. Okay, läuft auf Windows XP und Vista. was? 1 GB RAM? Oh mein Gott, ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber ist mir egal. 6 GB an freiem... 6 GB an freiem Festplattenspeicher. DirectX 9.0. Mindestsystemanforderungen, aha. Ja. Ich schau mir mal das Handbuch an, da gibt's doch bestimmt ein Handbuch. So, keine Ahnung. Okay, Inhalt, aha. Ah ja, Waffen, okay. Schloss und Kette, ich schau mir mal schnell an. Seite 13. Schloss und Kette. Deine Spielfigur besitzt diese improvisierte Waffe als Schlagring. Zum Kämpfen benutzt du die Bewegungs- und Maustasten. Die linke Maustaste dient zum Schlagen, die rechte zum Abwehren eines Schlages, ja. Die Bewegungstasten vorwärts, zurück, links und rechts bestimmen die Zielrichtung. Haben wir gar nicht so richtig verwendet, weil wir ja nur Waffen verwendet haben.
indem du den Schlag führst. Wenn du beispielsweise die Taste rechts und die linke Maustaste drückst, schlägst du mit der rechten ja komm, das müssen wir uns nicht anschauen. Ich will hier keine Fäuste verwenden. Ventil. Ein von einem rostigen Hochdrucksrohr abgebrochenes Ventil hilft dir beim Kämpfen. Das Ventil kann dir zwar nicht schnell, es kann zwar nicht schnell geschwungen werden, ist dafür aber wirkungsvoller. Die Tastenfunktionen sind wie beim Schlagen. Feueraxt. Wenn es hart auf hart kommt, ist die Feueraxt eine unverzichtbare Nahkampfwaffe. Die Axt ist schwer und langsam, aber sehr schlagkräftig. Neben Waffen solltest du daran denken, dass Bewegung, Springen und Niederkauen im Kampf nützlich sein könnte. Und wie lang gehen die Credits noch? Ich will hier jetzt nicht ständig das Handbuch vorlesen, ey. Boah. Was kommt denn? Wo weit sind wir denn jetzt? Übersetzung, QS-Leistungen, Tests, na gut. Nur 5 haben einen Test gemacht, na gut. Ah, und das war's, glaube ich. Oh, da kommt noch was. Was steht da? ICUK. Peter King, sag mir jetzt nichts. Und Daryl Still. So, das war's aber. Jetzt kommt nichts mehr. Ah, da kommt noch was. 505 Games. SRLK. Entwicklungsleitung für Europa. Das entspricht, also das ist für uns gemeint. André Wensley. Ja gut, lese ich mal das Handbuch vor. Das waren diese... Okay, diese Sniperwaffe hieß Mosin Magant 1891. Diese... Achso, das war Signalpistole, diese Feuerwaffe. Okay. Reichweite niedrig, Schaden niedrig. Besonderheit, lenkt Feinde ab. Haben wir gerade verwendet. Schussgeschwindigkeit, sehr niedrig. Na gut, also eine Scheißwaffe auf gut Deutsch. Und diese Waffe, also diese Waffe wird dann nur ballert. Die heißt PPSII41. Und da kommt noch ein bisschen was. Reichweite mittel, Schaden mittel, Schussgeschwindigkeit hoch. Naja gut. Ah ja, das sind sogar die Zombies angezeigt. Okay. Wächter. Das ist dieser gepanzerte Fuzzi da. Dann die normalen Zombies, das sind Diener, okay. Und Wächter, da kenne ich gerade das Bild nicht, aber ich glaube, das müsste der Hausmeister sein. Nee, der Hausmeister ist nicht, keine Ahnung. Der Hausmeister ist sonst gar nicht mehr drin. Das waren alle. Also da waren nur 3. Oh Gott, ich sehe gerade die Credits im Handbuch. Die gehen noch sehr lange. Wo sind wir denn? Kreativmanagement. Wo steht denn das im Handbuch? Ah, wir sind fast durch. Das steht hier bei mir ganz am Ende. Wo ist Büroleitung? Scheiße, wo ist Büroleitung? Achso, das ist wahrscheinlich durcheinander. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Kommt da noch was? Gibt es Probleme? E-Mail Support, Text Support at 505 Games. .co.uk. Oh Mann, wie lange geht denn das denn doch noch? Na gut, die Credits meine ich. Technische Unterstützung. Wenn das Spiel alle Tests besteht, klick auf die Schaltfläche alle Informationen speichern. Aha. Na gut, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich hole mir schnell mein DS und dann spiele ich mir nicht Pokémon. So, hier ist mein DS. So, hier. So, was spiele ich denn jetzt? Keine Ahnung, was habe ich denn da alles drauf? Genau, ich spiele ein bisschen Mario. It's me, Mario. No loading, okay. Eigentlich ist es ein Mario Tetris, aber ist ja auch egal. Standard. Zack, zack, zack. Okay.
Mario Tetris. Oh. Ich gewinne! Ich werde gewinnen! Verdammt, was ist jetzt los? Game over. Das kann halt sein. Ach, egal. Dreckspiel. Okay, das war's. Da kommen gerade die letzten Zeilen. Oh, da steht Copyright. Nein, das steht hier nicht. Da steht kein Copyright. Da steht, das muss man rückwärts lesen. Das ist, das Copyright wird, wie der Koran gelesen, nämlich rückwärts. Und zwar heißt es dann Kotz. Was kotzt? Wer kotzt denn hier? Oh mein Gott. Nvidia. All rights reserved. Na gut, dann war's das jetzt. Aber für dieses Let's Play. Naja. Ja, ihr habt das schon gehört, das Gequatsche am Schluss. Okay, dann sage ich abschließend nochmal ciao. Bis zum nächsten Let's Play von mir. Servus! Ja, da steht da ein Zitat. Solange das Grundwesen unserer Natur grausam in unserer... Ja, ihr könnt es halt selber lesen.